Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting, the Holy Spirit and His guidance. Ich freue mich wieder heute hier mit dir im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again today in this meeting. Und wir nehmen heute folgende Sätze durch. And today we will go through the following sentences. Kapitel 15, der heilige Augenblick. Chapter 15, the Holy Instant. Römisch 5, der heilige Augenblick und die besonderen Beziehungen. Roman 5, the Holy Instant and Special Relationships. Absatz 2. Paragraph 2. Sätze 4 bis 7. Sentences 4 to 7. War das jetzt richtig, Nihira? 4 bis 7? Ja. Gut. Dann schließen wir jetzt die Augen, machen eine Verbindungsübung. Then we close our eyes and we make a connecting exercise. Wir lassen zu, dass der Heilige Geist die Führung übernimmt. And we allow that the Holy Spirit leads the way. Indem wir innerlich locker lassen und innerlich sagen, By letting go inwardly and by saying inwardly. lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Dann fühlen wir uns ein. And then we feel within. Öffnen wir die Augen. And then open our eyes again Kommen wir zur Feedback-Runde. and come to the feedback round. Ira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nehia, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich dankbar. I feel grateful. Danke, Ira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nehia, and we connect for some seconds in your feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. And then we come to my feedback. Ich fühle mich innerlich weich und im Frieden. I feel soft inside and at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. We connect for some seconds with my feedback. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Text. And we come to the text. Lies es vor, du kannst mal verstehen wollen, als es haben wir loslassen, die Erkenntnisse dir aufdämmern lassen. And you can let go of the wanting to understand and let the knowledge dawn in you. Satz 4. Sentence 4. Wie könnte dann die Schuld nicht Einlass finden? How then could guilt not enter? Satz 5. Sentence 5. Denn Trennung ist die Quelle der Schuld und sie um Erlösung anzurufen, heißt, dass du glaubst, du seist allein. How then, for separation is the source of guilt, and to appeal to it for salvation is to believe you are alone. Satz 6. Sentence 6. Allein sein ist schuldig sein. To be alone is to be guilty. Nicht römisch, sondern 7. 7. Denn dich selber als allein erleben heißt, das Einssein des Vaters und des Sohnes zu verleugnen. Und so die Wirklichkeit anzugreifen. Or to experience yourself as alone is to deny the oneness of the Father and his Son, and thus to attack reality. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist, lassen die Sätze im Geist sinken, sich ausdehnen.
We connect for some seconds in spirit and we let those sentences sink in and let them extend itself. Fühlen uns ein. We feel within. Öffnen wieder die Augen, kommen zur Feedback-Runde. We open our eyes again and come to the feedback round. Mira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Mira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich ruhig, friedlich. I feel quiet and peaceful. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Dann kommen wir zu meinem Feedback. Then we come to my feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, grateful and at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. We connect for some seconds with my feedback. Ja, dann kommen wir jetzt zu der Textbucherklärung. Then we come now to the explanation of the text. Von diesen vier Sätzen. These four sentences. Ich fange an, den ersten Satz vorzulesen. Du kannst dich zurücklehnen, entspannen, vom Verstehen wollen, als das Haben wollen loslassen, die Erkenntnis aufdämmern lassen und indem du dich hingibst. So I'm gonna start explaining and you can sit back, you can relax and you can let go of the wanting to understand as being the wanting to have and let the knowledge dawn within you by surrendering. Ich springe nochmal einen Satz zurück, also Satz 3. I go back to sentence 3. Wenn du bestimmte Aspekte aus der Totalität herauszutrennen suchst und dich an sie wendest, um deine eingebildeten Bedürfnisse zu befriedigen, versuchst du, die Trennung dazu zu benutzen, dich zu erlösen. If you seek to separate out certain aspects of the totality and look to them to meet your imagined needs, you are attempting to use separation to save you. Satz 4. Sentence 4. Wie könnte denn die Schuld nicht dann Einlass finden? How then could guilt not enter? Satz 5. Sentence 5. Die Trennung ist die Quelle der Schuld und sie um Erlösung anzurufen heißt, dass du glaubst, du seist allein. For separation is the source of guilt and to appeal to it for salvation is to believe you are alone. Satz 6. Sentence 6. Allein sein ist schuldig sein. To be alone is to be guilty. Satz 7. Sentence 7. Denn dich selber als allein erleben heißt, das Einssein des Vaters und seines Sohnes zu verleugnen und so die Wirklichkeit anzugreifen. For to experience yourself as alone is to deny the oneness of the Father and his Son and thus to attack reality. So, ich habe das jetzt mal im größeren Zusammenhang nochmal vorgelesen, damit wir hier das in diesem Zusammenhang nochmal erklären können. Also jetzt nicht kleine Halbsätze, sondern einfach dieser Zusammenhang. So I was reading all this again in to see this in a bigger context, so that we are not going to explain every half sentence, but more like in the whole of the context. Also gestern haben wir gelernt, wie wir in einer besonderen Beziehung vorgehen. So yesterday we learned how we actually proceed in a special relationship. Wir sehen das hier noch in dem Satz 3. And this we still can see in sentence 3. Wir nehmen die Totalität und nehmen einen Teil von der Totalität, also eine Traumfigur.
So here is the totality, and we take a certain aspect of the totality. That means one dream figure, Ein Mensch. a human being. Und diesen einzigen Menschen trennen wir raus und dem wollen wir dann die besondere Liebe geben. And this one person we separate out, and we want to give then to them the special love. Wir haben gestern auch besprochen, was das Definieren von Bedürfnissen bedeutet. Also yesterday we talked about what it means to define needs. Also zu sagen, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich will Sex, ich will Liebe. So, if when we say I'm hungry, I'm thirsty, I want sex, I want love. Ich kann das auch machen, indem ich mir was anschaue, wie andere das tun, also indem ich Projektionen mache. I can also do it that way, that I observe others and I look how they are doing it. Also ich mache mir sozusagen den Mund wässrig. So it's like I put water in my mouth. Naja, nicht ganz, aber also ich mache mir Appetit darauf, sagen wir es so. So that I get some appetite. Ja, also ich gucke mir vielleicht eine Liebesszene an und sage zu mir, ich will das auch. So maybe I watch a scene, a love scene, you know, and a love situation, and then I think by myself, oh, I also want this. Und dann halte ich Ausschau nach einem geeigneten Liebespartner. And then I look out for a partner, Ja, da muss ich for a das. love relationship. Dann ist das in der Regel gar nicht so schwer. Also, das ist leicht. Man glaubt, das wäre And schwer, aber es ist ganz einfach, einen Liebespartner zu finden. then normally this is actually not that complicated. Normally it's not very complicated to find a relationship. Kein Problem, du kannst irgendjemanden ansprechen und fragen und wer ist. Sie oder er ist sofort bereit. So it's not a problem. You can simply talk to someone and he or she, they will be ready for it. Probier es einfach aus, du wirst sehen, das ist nicht so schwer, wie man glaubt. You can simply try it because you will see it is not that difficult as we always think. Es hat gar nichts damit zu tun, wie man aussieht oder so, sondern es ist einfach ein Gesetz, dass es leicht gemacht wird, eine Partnerschaft einzugehen. So it has actually nothing to do how we look and all these things. It's like a law, you know, that it is made easy to find a partner. Jeder sucht einen Partner. Everybody is looking for a partner. Nur eine Partnerschaft letzten Endes zu führen, also glücklich zu sein in einer Partnerschaft, das ist das Schwierige. But then to really be in a relationship and to be happy in it, on a longer term, this is the difficult part. Da müssen wir einige Erfahrungen machen. And in this we have to make a couple of experiences. Am Anfang ist es vielleicht schön, das ist ja diese Honeymoon-Zeit. Da zeigt In the sich jeder von der beginning, besten Seite. it's usually lovely, it's beautiful. So this is the so-called honeymoon, and everybody is showing themselves from their best side. Aber dann nach 2, 3 Wochen fangen die ersten Probleme schon an. But then after 2, 3 weeks, the first problems already start. Vielleicht sogar schon früher. Maybe even earlier. Aber woran liegt das? Liegt das wirklich jetzt daran, dass wir die Macken vom anderen nicht aushalten können? Oder ist es eher so, wie es hier steht? Das müssen wir
genauer überprüfen. And what it is about then actually really, is it really that we can't stand the things of Fehler. the other person, the mistakes of the other person, or is it more how it is explained here? Hier steht ja Schuld. Here is written guilt. Schuld ist so die Ursache, die Wurzel allen Übels. So, and it's said that guilt is the root of all evil. Ja, also bestimmte Aspekte aus der Totalität herauszutrennen und damit meine eingebildeten Bedürfnisse zu befriedigen, damit versuche ich die Trennung wahrzumachen. So, to extract, to separate out certain aspects of the totality, Damit versuche of ich, my. die Trennung wahrzumachen. So, with this, I try to make Separation. separation true. Und das Verrückte ist, wir glauben, dass uns das erlöst. And the crazy thing is that we think that this is saving us. Wir haben das gestern kurz mal besprochen. Wie sieht die Erlösung vom Heiligen Geist aus? Wie sieht die Erlösung vom Ego aus? So we talked about it yesterday. How does salvation look from the point of view of the ego and from the Holy Spirit's point of view? Von der Sicht des Heiligen Geistes aus heißt es, von etwas erlöst werden, zu etwas hin erlöst werden. Weil wenn du nur von etwas erlöst wirst, dann ist ein leerer Raum da. So from the point of view of the Holy Spirit, it's like this, that you are saved from something into something. Because if you are only saved from something, then there is like an empty space. Also wenn du nur von der Welt erlöst wirst, von grässlichem Traum. So if you are saved from the world, from the nightmare, dann reicht das nicht aus, weil die Welt ist dann weg. Wo bist du dann? Then this is not enough because the world is gone and where are you then? Es muss eine Alternative da sein, wo du hin kannst. Du brauchst einen Raum, wo du hin kannst. There must be an alternative then. There must be a space where you can go to. Gott kann dich nicht einfach fallen lassen. God cannot just let you drop. Ins Nichts fallen lassen. He cannot simply drop you into the nothing. Du glaubst nach wie vor einen Halt zu brauchen. You still think that you need a support to something what holds you. Und deswegen wirst du zum Himmelreich erlöst. And therefore you are saved into the kingdom of heaven. Du selbst bist das Himmelreich. Haben und Sein ist ein und dasselbe. And you yourself, you are the kingdom of heaven, because to have and to be is one and the same. Jedoch ist es so, dass du nach wie vor eine Traumfigur bleibst. But still, you stay being a dream figure. Warum ist das so? Why is it so? Das Ego sagt, ja, du bist nicht erlöst. The ego says, yes, because you are not saved. Gottes Heilsplan funktioniert einfach gar nicht. God's plan of salvation simply doesn't work. Der Heilige Geist sagt aber, the Holy Spirit says, es ist die wahre Wahrnehmung, es ist die Schau Christi. this is the true perception, this is the vision of Christ. Die wenigsten haben verstanden, was das überhaupt bedeutet. Only few understood what this actually means. Es bedeutet, den schrecklichen Traum in einen glücklichen Traum zu verwandeln.
This means to transform the nightmare into a happy dream. Also eine Illusion vom Heiligen Geist zu bekommen, in der alle Dinge einen guten Ausgang haben, also wo ein Happy End gegeben ist für alles. So that means to receive something where all things have an happy outcome. Also die Wahrnehmung muss so nah an die Erkenntnis herangeführt werden, dass Erkenntnis leicht überfließen kann. So perception has to be led so close to knowledge that knowledge can flow over easily. Der Himmel ist ein Platz, an dem nur Frieden und Liebe herrscht. Heaven is a place where only is love and peace. Was brauchen wir dafür, wenn wir das auf der Erde erleben wollen? So what do we need actually if we want to experience this on earth? Erinnere dich daran, dass Konflikt im Denksystem des Egos am Platz Nummer 1 steht. Remember that conflict in the thought system of the ego is on, is number one. Jetzt bist du im Moment im Ego-Denksystem, hypothetisch gesehen. So now, hypothetically, you are in the ego thought system. Du musst dich selber als getrennt sehen und einzeln sehen und als anders. So you have to see yourself as being separate, as being alone and different. Jetzt musst du deinen Bruder auch sehen. And now you have also to see your brother. Und du musst deinen Bruder sehen auf die Weise, dass er Fehler hat. And you have to see him that way that he has mistakes. Er muss ständig in irgendwelche Fettnäpfchen treten. He all the time has to make mistakes. Er muss es für dich tun. He has to do it for you. Damit du ihn schuldig sprechen kannst. So that you can see him as being guilty. Schau dir jetzt deine special relationship, deine besondere Beziehung genau jetzt an. So now, take exactly now a close look at your special relationship. Muss dein Bruder das für dich machen? Muss er der Trottel sein? Does your brother have to do it for you? Does he have to be the stupid one? Muss er das schwarze Schaf sein? Or do they have to be the black sheep? Warum? Warum ist das so? Das müssen wir uns klar werden. Why is it so? We have to become really clear about this. Wir brauchen das für die Schuldverschiebung. We need this to shift the guilt. Das ist Schuldverschiebung, das ist Projektion. And shifting the guilt is projection. Wir bezeugen damit, dass wir anders sind. And we in with this we witness that we are different. Und zwar am besten besser. And that means the best is that we are better. Wir müssen streben. We have to strive. Wir müssen streben, um immer besser zu sein als der andere. We have to strive for something so we are always better than the other one. Schaut euch die Boxkämpfe an. So look at boxing fights. Wie sie versuchen, der Bessere zu sein. How they try to be better. Die lange Vorgeschichte, bis so ein Boxkampf anfängt. All the story up front, you know, before the fight is actually starting. Wo jeder versucht, den anderen so ein bisschen zu triggern, zu ärgern. Where everybody tries to trigger and tease the other one. Ja, sie machen das alles nur für die Publicity, damit viele hingucken. Das ist richtig. Yes, they only do it for the publicity, so that many come and watch it. Und damit sie es bezahlen. And also that they pay it.
Jedoch ist es ein gutes Beispiel dafür, wie eine special relationship, wie eine besondere Beziehung funktioniert. But nevertheless, it's a good example how actually a special relationship is working. Jeder sucht die Fehler des anderen. Everybody or each of them are looking for the mistakes in the other one. Und versucht sie hochzuheben und dem anderen unter die Nase zu reiben. And they try to hold them up high and put them under the nose of the other. Und dann dem anderen zu sagen, hier, da musst du besser werden. And then to say to the other, here, you have to become better. Was ist das, wenn hier ein Kurs steht, allein sein ist schuldig sein? So what does it mean when here in the course is written, being alone is being guilty? Schauen wir das nochmal im Zusammenhang an. Let's look at it in the context. Wie könnte denn die Schuld nicht Einla dann die Schuld nicht Einlass finden? How then could guilt not enter? Also das bezog sich ja auf den Satz 3. This was in context with sentence 3. So, dann kommen wir jetzt zu Satz 5. And now we go to sentence 5. Denn Trennung ist die Quelle der Schuld. For separation is the source of guilt. Warum ist Trennung die Quelle der Schuld? Why is separation then the source of guilt? Was habe ich gerade erklärt? Wir suchen in unserem, wir sehen einen anderen als anders und suchen dort nach Fehlern. So what did I just explain? We see somebody else as different and then there we look for mistakes. Dann wollen wir die Fehler des anderen korrigieren oder dass der andere seine Fehler korrigiert. And then we want to correct those mistakes, or we want that the other one is correcting their mistakes. Wir schicken ihn weg und er soll zurückkommen mit dem korrigierten Fehler. We send them away and they should come back with a corrected mistake. Das ist Schuld. And this is guilt. Das sind nur Fehler, aber es ist für das Ego Schuld. They are only mistakes, but for the ego it's guilt. Es gibt zwei unterschiedliche Menschen. Und deswegen kann Schuld Einlass finden. They're two different people and therefore guilt can enter. Und sie um Erlösung anzurufen heißt, dass du glaubst, du seist allein. And to appeal to it for salvation is to believe you are alone. Also um was um Erlösung anzurufen? So to appeal what for salvation? Die Trennung, um Erlösung anzurufen, ist das die Aussage hier? Is it to appeal to the separation for salvation? Ja, das haben wir gelernt. Yes, this is what we learned. Was soll uns denn erlösen? Lass uns da mal genauer hingucken. What exactly is supposed to save us? Eingebildete Bedürfnisse. Imaginary needs. Wir suchen also nicht nur die Schuld im anderen, sondern wir suchen auch im anderen das, was uns erlöst, was wir angeblich nicht haben. Also der eine sucht im anderen, was der andere nicht hat, was der eine nicht hat. So we are actually looking in the other person, what we don't have, Also nicht nur and vice versa. Schuld und Fehler im anderen suchen, sondern auch das finden, wonach wir suchen, was wir glauben, nicht zu haben. So not only are we looking for mistakes, but also we look or we search in the other one what we think we don't have. Wir glauben, wenn wir allein sind, können wir nicht in der Liebe sein. We, for instance, think when we are alone, we cannot be in love. Da können wir nur in Schuld sein. We can then only be in guilt. Wenn wir uns aber mit jemandem verbünden, eine Beziehung anfangen,
können wir angeblich laut Welttheorie und Egotheorie dann in Liebe sein? But when we connect with somebody else, then from the worldly point of view, then we can be in the love. Der andere soll uns die Liebe geben. The other one is supposed to give us the love. Der andere soll uns eine Form der Achtung geben, die uns auf die Weise beschenkt, dass wir glauben, es wäre Liebe. And the other one is supposed to give us that kind of attention, so that it makes us believe that this is love. Er soll der Einzige sein, der die körperliche Interaktion mit uns machen darf. And the other one is supposed to be the only one, to be allowed for physical interaction with us. Und wenn wir mit der physischen Interaktion nicht zufrieden sind, was kommt dann? And then, when we are not satisfied with the physical interaction, what happens then? Dann sagt das Ego, dann musst du sie dir woanders suchen. Then the ego says, then you have to look for it somewhere else. Muss den anderen unter Druck setzen, damit er sich besser anstrengt, damit er strebt. And then we put some pressure onto the other one so that he gets better and that he strives for something Damit to get die better. körperliche Interaktion dich zufriedenstellt, der Sex. So that then the physical interaction, the sex, is satisfying you. So funktioniert das in einer Special Relationships. Das ist jetzt leichter für mich zu sagen als besondere Beziehung. So, like this, it's working in a special relationship. Satz 6. Allein sein ist schuldig sein. So, being alone is being guilty. Vorher steht noch, die Quelle der Schuld und sie um Erlösung anzurufen, heißt, du glaubst, du seist allein. And before, there is still written, and to appeal to it for salvation is to believe you are alone. Also, das ist dieser, ja, nennen wir dieser geistige Trick. So this is this, we can say this mental trick. Und allein sein ist schuldig sein, ist schuldig sein. And to be alone is to be guilty. Außer jetzt ist der Kuchen fertig. So now the cake is ready. Ja. Der Drops ist gelutscht, ne? Also so funktioniert das. It works like this. Was ist, wenn man sich allein fühlt? What happens when we feel alone? Nehmen wir jetzt mal Alleinsein in einer Beziehung. Das Schlimmste, was es gibt. So let's take for an example to be alone in a relationship. That's probably the worst what is existing. Wenn du nur allein bist, kannst du dich gut arrangieren. Du kannst viele Lösungswege finden, es spannend zu gestalten. So when you're just alone by yourself, then this is actually not such a problem. You can find all kind of interesting ways to make it more entertaining for you. Aber in einer besonderen Beziehung ist es nicht so einfach. But in a special relationship, this is not that easy. Sich alleine zu fühlen. Ich sage nicht einfach alleine zu sein, sondern allein sein zu fühlen. So to feel alone, not to be alone. Es ist auch nicht schwer, allein zu sein. Das ist nicht schwer, auch wenn man in einer besonderen Beziehung ist. Es ist nicht schwer, allein zu sein. So also when we are in a special relationship, it is not that difficult to be alone. Aber sich schuldig und alleine fühlen, in einer besonderen Beziehung. Das ist die Hölle. But to feel guilty and alone, this is hell when you are in a special relationship. Sich allein gelassen fühlen. To feel left alone, Das ist die Hölle. this is hell.
Schauen wir uns den Satz 7 noch an. So let's take a look at sentence 7. Denn sich selber als allein erleben heißt. For to experience yourself as alone. Das Einssein des Vaters und seines Sohnes zu verleugnen. Is to deny the oneness of the father and his son. Wir wissen, dass das im Grunde nicht möglich ist. We know that basically this is actually not possible. Wir können nicht das Einssein des Vaters und des Sohnes verleugnen. Das haben wir schon hier deutlich gelernt. So we can't deny the oneness of the father and his son. This we already learned very clearly here. Jedoch mit diesem Zaubertrick können wir es uns ganz toll einbilden. But with this magic trick, we can really imagine this. Und so die Wirklichkeit angreifen. And thus to attack reality. Kann man Wirklichkeit angreifen? And is it possible to attack reality? Das geht natürlich nicht. Of course, this is not possible. Die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit. Sie ist nicht angreifbar, sie kann sich nicht verändern, sie bleibt die Wahrheit. Truth always stays truth. It can't change. It will always stay truth. Wahrheit ist ein geistiger Zustand und was Geistiges kann nicht angegriffen werden. Truth is a spiritual state and it can't be attacked. Wahrheit ist nicht materiell. Truth is not something materialistic. Wenn du meinst, Wahrheit ist Materie, dann bring sie her. Bring das Ding her. If you think the truth is matter, then bring it. Bring it here. Ja. Du kannst nur einen Teil herbringen und sagen, ja, das ist ein Teil der Wahrheit. You always could only be able to bring a part of it and could say, okay, this is a part of truth. Und wenn ich dann sage, ja, und was ist die ganze Wahrheit? And if then I say, but what is then the whole truth? Dann sagst du, ja, wahrscheinlich alles. Then probably you will say, probably everything. Dann sage ich, ja, bring mir alles. Then I say, yeah, bring me everything. Dann sagst du, ja, wie soll das gehen? Meine Arme gehen nicht bis ans Ende des Universums. Then you will say, but how is this possible? My arms, they don't reach until the end of the universe. Ja, deine Arme nicht. Yes, that's true, not your arms. Aber dein Geist. But your spirit. Und das reicht aus. And this is enough. Wir sind am Ende des heutigen Absatzes angekommen, also der Sätze angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist, lassen sie sinken, sich ausdehnen im Geist. We came to the end of the sentences for today and we let them sink in and let them be extended. Wir fühlen uns ein. We feel within. Wenn Traurigkeit hochkommt, fühlen wir uns auch an der Traurigkeit, durch die Traurigkeit durch. And if sadness is arising, then we feel ourselves through this sadness. Mach dir keine Sorgen, es ist nur die Traurigkeit, dass der Plan des Egos nicht funktioniert. Don't worry, it is only the sadness that the plan of the ego doesn't work. Dahinter ist direkt das vollkommene Glück des Sohnes Gottes. And right behind is the perfect happiness of the Son of God. Wir lassen uns vom Heiligen Geist da durchfühlen. And with the help of the Holy Spirit, we feel through this. Und wir kommen jetzt zur Feedback-Runde. And we come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ja, ich fühle mich irgendwie so, ich fühle so ein Glück, so eine Freude. Yeah, I feel happiness, I feel joy. Danke, Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds with you and your feedback. Dann kommen wir zu meinem Feedback.
Then we come to my feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar und im Frieden, ja, und da beginnt auch Freude. And I feel good, I feel grateful and at peace, and also the joy is starting. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback. And we connect for some seconds with my feedback. Das war's für heute und ich wünsche einen wunderbaren Tag der Schau Christi. This was it for today, and I wish you a wonderful day in the vision of Christ.